So, Freunde, Servus zu einem weiteren Video auf meinem Kanal E-Learning Aktienhandel, mehr Wissen, mehr Profit. Das ist easy, umso mehr du weißt, umso mehr Profit kannst du machen, umso schneller kannst du mit deinem Vermögensaufbau starten. Was werde ich jetzt in diesem Video dir zeigen? Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du anhand einer Trading-Software, falls du ein Value-Investor bist oder du dich für Quartalszahlen interessierst, also Quartalsberichte, sei es jetzt die deutschen Aktien oder auch die amerikanischen Aktien. Ich werde aber verstärkt in diese Software einsteigen über die amerikanischen Aktien, weil die amerikanischen Aktien, falls du auch ein Dividendenjäger bist, die zahlen ja quartalsweise eine Dividende. Bei den deutschen Aktien ist es ja immer einmal im Jahr. Nach der Hauptversammlung wird die meistens ausbezahlt. So, ich werde dir in dieser Software zeigen, wie easy du die Quartalsberichte bestimmen kannst. Also das heißt, wie schnell du siehst einfach, in wie vielen Tagen die nächsten Quartalsberichte erscheinen. Das ist natürlich super, wie schnell das geht, denn wenn du zum Beispiel 10 Aktien im Depot hast, natürlich kannst du dir nicht 10 mal 4, 40 Termine merken, auswendig. Ja, das könnte man, aber warum, wenn es eine Software gibt und man sich das herholen kann. Und jedes Mal, wenn du dir die Aktien anschaust, dann wirst du natürlich sehen können, da ist so ein Balken, wie viele Tage sind es noch bis zur nächsten Quartalsausgabe, damit du dir dann eventuell die Position schließen tust, vielleicht verkaufen, vielleicht nachkaufen, was auch immer. Das ist natürlich dir selbst überlassen. Wichtig ist, wie kommt man an diese Information schnell, easy. Okay, dann starte ich jetzt mit meiner Software und schwenke gleich um. So, machen wir weiter. Du siehst ja jetzt diesen wunderschönen Bildschirm vor dir. Ich öffne jetzt mal eine Aktie und das werde ich machen mit der PayPal-Aktie. PayPal, hier siehst du jetzt die PayPal-Aktie und falls du dich jetzt für Net Earnings, wie vorhin angesprochen, der Einführung über die Quartalsberichte, falls dir das interessiert und du damit was anfangen kannst, was natürlich auch wichtig sind, solche Quartalsberichte. Wenn man jetzt als Value Investor oder auch sonst eine Aktie länger halten möchte, denn schließlich wollen wir ja wissen, ob diese Firma weiterhin wirtschaftlich Cash macht oder nicht. Okay, also du siehst jetzt hier, ich habe jetzt ganz einfach mal eine Aktie hergeholt, die PayPal-Aktie. Die ist ja in letzter Zeit ein wenig gestiegen. Ich werde jetzt mal die Fibonacci Retracement Levels hier mal entfernen, ja, weil die irritieren nur. Und die Linie werde ich auch entfernen. So, wir haben unten das Volumen hier. Hat uns aber nicht zu interessieren, sondern ich hatte ja gesagt, wir werden die Net Earnings hier einbauen, damit du sehen kannst, wann gibt es denn die nächsten Berichte, wann gibt es die nächsten Zahlen. So, das ist einfach. Da gehe ich auf dieses Symbol, Indicators. Und natürlich ist es ein schöner Indicator, was eingebaut wurde nachträglich. Mir macht dieser auch richtig Spaß. Unter Fundamentals steht hier Next Earnings. Okay, jetzt, wie läuft es ab? Ganz einfach. Ich packe einfach hier mit meinem Maus, gehe ich einfach drüber, ziehe einfach Drag and Drop, einfacher geht es nicht, nach rechts, lass die Maus einfach los, kann mir sogar die Farbe aussuchen.
welche Farbe möchte ich jetzt, dass es mir jetzt angezeigt wird. Auch die Dicke kann ich mir aussuchen, zwar ist in Ordnung, ja. Und in welcher Grafik möchte ich das einstellen? Hier in dem Price oder auch im Volume unten, aber da wird es wahrscheinlich ein wenig unübersichtlich. Ich mache einen Extra Pane, also Extra Chart möchte ich anlegen. Und was nehme ich da? Am besten ein Histogramm. Am Histogramm wird es ja wahrscheinlich am schönsten dargestellt. Und da möchte ich keine Barcharts haben. Das würde wahrscheinlich sowieso komisch aussehen. Also Histogramm, drück einfach auf OK und voilà, siehe da, da wurde das schon eingefügt. Easy. Hier war das der letzte Tag. Hier kamen schon die Earnings. Ja, das ist dieses Dreieck, kommt von 6 Datenanbietern. So, und du siehst jetzt hier noch 31 Tage bis zu den nächsten Earnings. So, wenn du jetzt 10, 20 solche Aktien hast, dann kannst du dir das natürlich immer wieder anschauen. Ja, du kannst es zum Beispiel vielleicht auch automatisieren, dass du vielleicht in den Datensätzen nur deine Aktien drin hast, wo du dann diese Aktien oder dein Portfolio aufrufen kannst. Was meine ich damit? Da gehe ich jetzt hier einfach auf die Datensätze. Ich habe mir ja hier auch schon eigene Datensätze angelegt, zum Beispiel Small Optimize. Ja, da ist ein kleineres Pool drin an Aktien. So könntest du deine Portfolios anlegen und dir zum Beispiel diese Net Earnings aufrufen, je nach Bedarf und auch danach handeln oder auch nicht. So, du siehst, wie einfach man sich diese Earnings herausziehen kann, wann die nächsten wieder fällig sind. Super. Ich kann jetzt auch mal eine andere Aktie nehmen. Ich gehe doch da einfach mal auf Apple. Ja, und jetzt taucht Apple auf. Dann kann ich wieder auf die Net Earnings gehen. Ziehe ich einfach nach rechts. Und sehe natürlich auch wieder da, wann die nächsten Earnings fällig sind. In 34 Tagen. Okay, wunderbar. Wir könnten jetzt noch mal einfach so. Wie würde das aussehen, wenn ich das jetzt in die Volumes, unten ins Volumen jetzt mit eintragen würde? Schauen wir mal. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich denke, eine extra Ansicht ist einfach übersichtlicher. Okay, hier erscheint natürlich auch irgendwas, aber man kann es natürlich gar nicht erkennen. Hatte ich mir auch schon beinahe gedacht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Machen wir das nochmal in dem Preis oben. Preispanel ist das obere hier. Schauen wir mal, was er da macht. Okay, natürlich Riesenunfug. Da kommt er einfach durcheinander. Okay. Das heißt, diese Ansicht ist noch am besten, noch am übersichtlichsten. Und mit dieser Ansicht kann man was anfangen. Und das war's auch schon zu diesem kurzen Video, zu den Next Earnings, wie man das schnell einbauen kann und wie man daraus natürlich einen Nutzen ziehen kann, wenn man sich jetzt auf Quartalsberichte stützen möchte, was ich meiner Meinung nach auch persönlich wichtig ist. Denn schließlich will man ja wissen, macht das Unternehmen weiterhin Cash? Tut es weiterhin noch wirtschaftlich agieren, handeln? Ja, denn ich will ja in kein Unternehmen investieren, was Jahr für Jahr miese macht oder Quartal für Quartal.
Das spiegelt sich früher oder später definitiv im Kurs wieder. Okay, ich sage herzlichen Dank. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr wissen möchtest, um mehr Profit zu machen, dann abonniere diesen Kanal, gib einen Daumen nach oben und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bye bye aus Stuttgart.